Na Spaß, mir geht's gut. Was geht, Alex? Alex, ich habe von deiner Studio-Session gehört. Von deiner Studio-Session, die du vergibst. Alex, gib sie mir. Nein, im Ernst, gib sie mir. Ich will sie haben, Mann. Ich habe davon gehört, dass du auch noch einen anderen großen Mischmastermeister in der Musikgeschichte auch dazu hast. Why not? Ich bin heiß drauf. Und hier kommen jetzt erstmal meine 6 von der White. Nenn Studios, Motherfucker, du kennst uns. Wir haben ein, zwei Tracks auch schon miteinander gemacht. Nein, Video! Kein Foto, sorry! Die waren noch mit meinem Bruder und Sin, mit dem du auch gerade eine EP gestaltest, waren die zusammen. Und da hat schon das Aufnehmen auch schon ziemlich Bock gemacht bei dir. Vor allem, ich habe auch das Studio ein paar Mal gesehen, das sieht halt einfach auch echt fantastisch aus. Hier sollte man jetzt am besten irgendwelche Bilder davon sehen können, so, oh ja, da sind sie ja, oder? Das kann man bestimmt bringen, oder? Da sieht man sie dann? Cool, nice. Da will man doch hin, Mann. Lecker. Der nächste Punkt. Ich erzähle euch jetzt mal ein paar Punkte auf, warum ich da reinkommen sollte. Der erste Punkt ist, ich bin ein fucking Glücksgeeks. Früher schon habe ich echt oft als Feature-Kandidat gegolten, weil ich immer wieder den gewissen Flair auch nochmal reinbringen konnte. Jetzt fucking gesehen, das Bitch, Mann, Alter. Du kennst mich. Deswegen will ich jetzt auch mal etwas, wo ich mein ganzes Potenzial einfach rauskicken kann. Ich habe da Vertrauen in dich. Wie gesagt, ich habe dich schon arbeiten gesehen und da hast du auf jeden Fall mal Respekt. Nächster Punkt. Warum ich? Du bleibst mal auf Wacker, Alter. Ich hab's in mir. I got the rhythm and the blues and I got the virus juice. Deswegen, lass mich da rein, oder du bist motherfucking racist, und mit solchen Leuten verkehrt man nur auf einen Weg. What the fuck? Niemand weiß, ob die echt ist, okay? Deswegen, pass auf. Ich will in jeder Musikrichtung Musik machen können. In jeder Musikrichtung findest du Minimum ein Lied, das dir gefällt. Deswegen, try it out. Mach, worauf du Bock hast. Und genau das suche ich. Ich will vor allem einen neuen Stil an Musik einfach herausbringen, wo man merkt, dass Charaktere aufeinandertreffen. Also nimm mich. Sonst bist du. Der nächste Punkt, warum man mich nehmen sollte, ist, ich bin ein großer 150-Fan. Ich habe die Seite schon ein paar Mal mitverfolgt und habe da den ein oder anderen Rhyme mit rausgenommen. Ich habe mir auch erlaubt, ein extra Porträt hier noch zu zeichnen, als Zeichen des Respekts hierfür auch. Und natürlich, weil ich die scheiß Studio-Session haben will, verdammt, guck dir das an, ich habe mir echt Mühe gegeben, was. 1,50 und hier liegt die fettesten Rhymes, die ich je gesehen habe. Wie zum Beispiel, unverhofft kommt auch Lara Croft. Stehen. In Ehren ist man stehen. Ein anderer Punkt. Musik. Ich brauche sie und sie braucht mich. Und ich brauche dich, Alex. Deswegen, pick mich, Motherfucker, Mann. Ich bin auch ein bisschen Zähne gesetzt worden. Kein Barschnitt hat man auch gemacht. Kein Make-up. Ist noch jemand da? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect.